WH Self Invest. So, Dalla. Liebe Trader, schönen guten Abend. Ich hoffe, dass mein Bildschirm gut zu sehen ist mit der WH Self Invest Startseite. Das hoffe ich, dass das geht. Sollte auf alle Fälle gehen, obwohl. Okay. Ah, jetzt geht. Okay, warte mal wunderbar. Kurz. Warte mal kurz, 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 kurz. Markus, tu du dich bitte mal schnell auf. Sekunde, ich mache nur auf schnell. Auf muten bitte, Markus. Mute dich bitte mal. Muten? Ja. Okay, mache ich bitte mal. Genau, wunderbar. Okay, liebe Teilnehmer, schönen guten Abend. Christoph Radecke hier von Ninja Trader. Leichte Startschwierigkeiten, aber das hat sich jetzt hoffentlich geklärt. Kurze Frage bitte. Ihr solltet, liebe Teilnehmer, liebe Trader, ihr solltet meinen Bildschirm jetzt sehen, hoffentlich mit der WH Self Invest Startseite. Bitte kurz bestätigen. Ich möchte euch nur noch kurz den Weg zeigen, wie ihr eine Ninja Trader Demo bekommt. Andreas, vielen lieben Dank für das Feedback. Ja, WH Self Invest und Ninja Trader, wir sind eine, sagen, Partnerschaft eingegangen vor einigen Monaten. Der Fokus war, wie gesagt, auf CFDs und Forex. Allerdings muss man sagen, nach dieser ESMA-Änderung, die Hebelbeschränkung, die da eingeführt worden ist, letztes Jahr im August, wird auch das Ganze sehr schön und sehr positiv aufgenommen im Futures-Bereich. Also wie gesagt, liebe Trader, ihr könnt nicht nur mit WH Self Invest Forex und CFDs handeln, aber auch Futures. Heute wird es mehr um den Futures-Handel gehen, eben mit Markus Keil. Ich möchte euch, bevor ich den Bildschirm, den Markus, dann weiterreiche, einfach nur kurz mal zeigen, wo ihr euch eine Ninja-Trader-Demo holen könnt. Das ist meines Erachtens ein bisschen versteckt. Also ich bin jetzt hier auf der Startseite und dann gibt es oben den Punkt Kunden und dann gibt es den Unterpunkt eben CFD Forex. Und dann kann man erstmal den Nano-Trader, sagen wir jetzt das Flaggschiff von WH Self Invest laden, aber dann da unten findet man auch unsere Software Ninja-Trader, wo ihr eben hier einige Punkte bekommt beziehungsweise einige Punkte eben anschauen könnt. Wichtig ist Folgendes, Ninja Trader, wenn ihr das erste Mal damit Kontakt habt, ihr könnt damit Futures, Forex, aber auch Aktien handeln, wirklich eine Allrounder-Software, eine sehr professionelle Oberfläche und wir haben natürlich ein Handbuch auch auf Deutsch seit neuesten oder seit relativ neuer Zeit. Dann möchte ich mich schon bei Ihnen bedanken, möchte mal fragen den Markus, ob deine PowerPoint-Präsentation hoffentlich jetzt geht. Vielleicht kannst du mir hier kurz Feedback geben, dann würde ich nämlich dann gleich zu dir umschalten. Ja, alles Paletti, passt. Okay, wunderbar. Dann mache ich den Markus mal jetzt zum Moderator. Und dann solltest du jetzt auf alle Fälle, Markus, deinen Bildschirm teilen können, wenn du dir in der Übersichtsmaske vom GoToWebinar wunderbar. Sehe ich jetzt auch schon gut. Wunderbar. Dann spreche ich jetzt kurz noch diesen Risikodisclaimer an, wie wir besprochen haben. Und dann gebe ich dir das Wort oder überlasse ich dir das Wort. Okay. Okay, wunderbar. Gut. Okay, liebe Teilnehmer, ein Punkt noch bitte, wenn ihr Fragen habt, ja, bitte stellt die Fragen rein, ich schaue mir die an, geht das dann auch durch und hakt das Ganze dann auch ab. Wichtig ist, mit NinjaTrader geht nicht nur Futures, es geht Forex, es geht CFDs, also bei CFDs wirklich tausende von CFDs und natürlich auch Aktien, dann mit der Lösung via Self-Invest-Interactive Brokers. Wichtig ist, egal um was wir handeln, sei es CFDs oder auch Futures, Forex oder auch Aktien, der Handel bringt Risiken mit sich, auch hohe Risiken bringt er mit sich und dieser Handel ist eben nicht für jeden geeignet. Aus diesem Grund sollte eben Risikokapital verwendet werden, beziehungsweise auch nur Teile vom Risikokapital. Wichtig ist, wenn Sie auch womöglich mit vollautomatisierten Systemen handeln, es kann leider für vergangene Performance eben keine Garantie übernommen werden, dass das zukünftig so läuft. Also das ist dieser Disclaimer oder dieser Satz mit den hypothetischen Risikoübersichten. Wichtig ist Folgendes eben, agieren Sie vorsichtig oder relativ vorsichtig an den Märkten und fragen Sie beispielsweise auch Ihren Broker bei WH Self Invest. Markus, dann
werde ich mich jetzt muten, übergebe dir das Wort und liebe Teilnehmer, dann schaue ich auf alle Fälle auf eure Fragen und werde dann mit dem Markus interagieren und wir schauen uns das an. Ja, wunderbar. Dann kann es ja losgehen. Also erstmal herzlich willkommen alle. Mich freut es, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich sehe, es sind ja einige gekommen hier, um mein erstes Webinar hier anzusehen. Das ist auch generell mein erstes Webinar, generell für, sagen wir mal, für die Allgemeinheit. Eigenschaftlich ist es immer sehr klein. Und ja, ich bin Markus Keil. Ich habe die Seite blackboxtrading.de und handle jetzt schon seit einigen Jahren Futures. Bin Vollzeittrader, also ich handle als Daytrader im Intraday, also ich handle eigentlich nur tagsüber, ich halte keine Position über Nacht, halte sehr kurzfristig und auch mit Ninja Trader. Ja, hatte mal kurz einen kleinen Ausweicher gehabt zu einer anderen Software, bin dann aber wieder nach 7 und Ausweich zu einer anderen Software bei 8 gelandet, weil ich eben für mich und meinen persönlichen Handel das am besten finde. Ja, das nochmal kurz dazu. Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich seit 2003 mit der Börse. Seit 7 Jahren betreibe ich den Future-Handel von zu Hause aus. Und wie man so schön sagt, Daytrader. Und seit 2017 bringe ich den Leuten meinen Handelsstil bei. Und ja, es ist auch schön, wenn man als einsamer Trader soziale Kontakte pflegen kann. Ja, also mir macht es unheimlich viel Spaß. Deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen, um den Leuten meinen Handelsstil und Future-Handel beizubringen. Was machen wir? Ja, Order-Flow, nichts Neues eigentlich, gibt es schon lange. Im Moment für den einen vielleicht was Neues, aber gibt es schon viele Jahre, ich muss sagen, also auch mit einfachsten Volumendarstellungen in Nina 7 gab es schon vor einigen Jahren. Also deswegen für mich nichts Neues. Habe ich eigentlich schon seit einigen Jahren am Start. Und handelt auch mit. Mittlerweile gibt es dann eben viele neue Add-ons, die das eben visuell noch mal ein bisschen erleichtern, einige Sachen da besser darzustellen. Und man kann dann einfach einfacher mit den Handelsansätzen umgehen oder sich einfach besser Handelsansätze bauen, die es visuell einfach besser dann darstellen mit den Add-ons, die es mittlerweile gibt. Und Ninja Trader ist zum Beispiel so eine Plattform, wo man eben auch massig viel Scripts reinladen kann von Anbietern, um eben sich das Ninja Trader so zu gestalten, wie man es am besten haben möchte. Deswegen bin ich auch bei Ninja Trader geblieben, letztendlich. Gut, Order Flow, ja. Order Flow, gute Sache. Letztendlich, was bewegt den Markt, ist immer ganz wichtig. Keine, sagen wir mal, Linien, die sich kreuzen, das ist, sondern letztendlich ist immer die Angebot und Nachfrage entscheiden, was wird verkauft, was wird gekauft, wo wird viel gekauft, ja, ist jemand bereit zu verkaufen. Das ist ein bisschen wie auf dem Basar, würde ich mal sagen, ja. Nur sind wir halt eben direkt an der Börse angeschlossen, so wie ich jetzt zum Beispiel in der Eurex oder eben an der CME in Chicago und habe eben da auch den Einblick ins Orderbuch, was einem auch beim Handel, wenn man sagen, Vorteile bringt, weil man eben sieht, was denn tatsächlich an der Börse passiert. Deswegen auch mein Handel mit Orderbuch, Footprint, ja, also ich möchte auch sehen, was denn am Markt passiert ist, wo wurden die Markets verarbeitet und die Limits, wie sind die Limits durch die Markets verarbeitet worden und wo werden dann gewisse Fußabdrücke im Markt hinterlassen von gewissen Tarmac-Teilnehmern und dann eben durch verschiedene Dinge, auch durch Orderbuch, dann die Setups zu bauen. Das Thema heute ist bei mir Range Bar Chart, ja, also es passiert alles ein bisschen auf dem Range Bar Chart. Range Bar Chart, würde ich mal sagen, ist das Ding, das man eben nutzen kann, zeitunabhängig zu handeln. Da kommen wir gleich dazu. Ja, die Nachrichten sind natürlich auch nicht ganz unwichtig hier. Und noch hier nebenbei, muss ich noch dazu sagen, hier haben wir am 15. noch ein Trading-Seminar, was ich mache, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen Werbung machen, ist klar. Und wer Lust hat, kann sich bei mir melden, kann da teilnehmen. Ja, meine Sachen, mit denen ich arbeite, Orderbuch, das Volumenprofil, Footprint, Delta, Rangebar, ja, und das eine oder andere Add-on noch.
Heute das Thema Range Bar, Entschuldigung, und das Orderbuch, Footprint etc. Dann ein anderes Mal. Okay, Markus, vielleicht ein paar Sätze. Kannst du diese Punkte Footprint, Volume, Profile, Orderbuch, kannst du das vielleicht ein bisschen spezifizieren? Ein paar Sätze, die vielleicht, wenn jemand noch nicht dazu, vielleicht das zum ersten Mal hört, Footprint als Beispiel. Also Footprint, wie es der Name schon sagt, also Fußabdruck irgendwo auch, ja. Also eigentlich, wie ich gesagt habe, Fußabdruck der Marktteilnehmer, die eben verarbeitet wurden. Das heißt, es sind jetzt keine Limit Orders, also keine Orders, die jetzt im Markt rumliegen, sondern es sind einfach die Orders, die eben durch die Markets Orders verarbeitet wurden. Das heißt, wenn man sich so ein Buch anschaut, man hat ja viele Limit Orders liegen auf verschiedenen Preisen. Zum Beispiel, wir haben jetzt bei 12.500 eine Limit Order liegen und auf der 12.495, ja, und hat und dann passiert ja eigentlich gar nichts. Ja. Also der Markt bewegt sich dann nicht, weil es keiner bereit für den tatsächlichen Preis zu kaufen. Also warten alle auf die Market Order. Und wenn die Market Order reinkommt, werden die Limit Orders bedient und alles, was da bedient wird, bildet sich dann eben im Footprint ab. Ja, und somit haben wir dann eben eine verarbeitete Market Order im Footprint, die uns zeigt, was ist denn tatsächlich auf den Preis passiert. Okay, also das ist im Endeffekt Footprint, ist wirklich dann, man sieht eben, was bei diesem Preis gehandelt worden ist, kurzfristig, was war da Angebot, Nachfrage, waren Verkäufer, Käufer aggressiv oder nicht? Ist das richtig? Genau, man kann sagen, ja, und mit welcher Kraft wurde gekauft und wie stark, ja, und oder genau, so kann man das ausdrücken, ne? Okay. Und dann man sieht auch den Unterschied zwischen Kauf und Verkauf auf beiden Seiten. Also der Footprint hat ja zwei Seiten, Bid und Ask Seite, und dann sieht man immer, was im Bid und was im Ask verarbeitet wurde. Das heißt im Verkauf und Kaufseite. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ich denke, da gehen wir dann später noch drauf ein. Also im Endeffekt, du bist ein Orderbuchhändler. Ja, man sieht eben jetzt schon, kam eine Frage eben von Mustafa rein, welche Tools du benutzt. Ich denke, das wirst du uns dann noch im Laufe dann zeigen, wenn du zur Handelsplattform dann rüber Ja, switcht, nehme ich, ich an, also wie gell? gesagt, das ist nicht das Thema heute, aber ich will es natürlich gerne zeigen. Also ich werde mal kurz drauf ankratzen, ich mal sagen. Können wir machen, ist kein Ding. Ich will auch mal ganz kurz den Footprint einblenden. Und dann könnt ihr ja sehen, wie das dann bei mir letztendlich aussieht. Im Prinzip habe ich drei Monitore. Das heißt, ich habe einmal das Volumenprofil, ich habe einen Monitor mit dem Footprint, ich habe einen Monitor mit dem Orderbuch. Und eben die drei Komponenten füge ich dann zusammen für meinen Handel. Okay, also wie gesagt, heute Range Bar Chart erstmal, und hier seht ihr es, das Thema heute, und mit Volumenprofil. Also ich habe das Volumenprofil schon mal eingebaut, das kann man sehen, und das ist das Thema. Aber wie gesagt, ich werde die Frage gleich beantworten. Ich werde es auch jetzt gleich einblenden, bevor wir loslegen. Später vergesse ich es wahrscheinlich wieder, wenn ich dann so viel gesprochen habe, und deswegen zeige ich jetzt auch gleich mal diese Geschichte. Ja. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Wunderbar, F-DAX Chart for Range, oder? Nehme ich an, genau. Genau. Also ich muss nur mal schnell meine Leiste nach unten klicken. So, das ist jetzt einfach der Range-Chart. Ja, wir haben hier unten das Volumen. Das zeigt mir an, mit welchem Volumen hier gearbeitet wurde. Und jetzt zeige ich euch mal noch hier mein Orderbuch. Also das Orderbuch sieht so aus. Es ist API-Schnittstelle für das Ninja Trader. Also ich habe das jetzt direkt mit der Ninja Trader verbunden hier. Man kann es auch sehen. Ja, das heißt, alles, was ich im Ninja Trader handle, wird auch hier erscheinen. Oder alles, was ich hier handle, erscheint auch im Chart im Ninja Trader. Ja, also so sieht es dann aus. Bid-Ask-Seite, Käufer, Verkäufer, Time- und Sales-Liste. Also wie gesagt, da kann man auch noch genauer drauf eingehen. Aber das ist jetzt bei mir das Orderbuch. Hier kann man zum Beispiel sehen, Okay. wie ein Order rausgezogen werden oder nachgeschoben. Ja, alles, was eigentlich für den Handel wichtig ist. Okay, So. wunderbar. Ja, kurz den Footprint, den würde ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Dann haben wir das auch, diese Frage dann erledigt. Ich muss noch mal schauen, wo ich den habe. Genau, hier ist der Footprint, ja. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein bisschen gefiltert. Ja,
Man kann auch einen Footprint filtern, alles, was für einen wichtig ist, kann man filtern, alles, was unwichtig ist, nehme ich raus. Also diese Zahlenkombinationen, die jetzt hier zu sehen sind, das passiert auch so ein bisschen auf meinen Handelsansatz. Also ich weiß dann schon, was zu bedeuten hat. Aber letztendlich seht ihr hier Bid und Ask. Also wir haben die Ask-Seite, was gekauft, verkauft wurde. Ja, und wir haben hier auch Absorptionsgeschichten. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also so sieht zumindest bei mir der Footprint aus. Ja, und man kann sich auch noch zum Beispiel das Delta anzeigen lassen oder eben andere Dinge, ja, das Volumen und so weiter, ne? Also, Es kamen es bloß ist. zwei Fragen rein, Markus. Ich frage jetzt einfach mal frech rein. Du nutzt ein anderes Tool, nicht jetzt das originale NinjaTrader Addon fürs Volumenprofil, sondern ein anderes. Vielleicht kannst du da einen Satz dazu sagen, warum das so ist oder woher das kommt womöglich. Ja, also ich arbeite ja schon länger mit und ich habe mich auch daran gewöhnt. Für mich sind eben die Einstellungen, die das Tool jetzt machen oder ermöglichen, eben ein bisschen, soll man sagen, umfangreicher. Ja, deswegen nutze ich eben diesen Fremdanbieter, weil ich da eben diese Dinge so filtern kann, wie ich es eben brauche. Ja, also es gibt ja viele Footprint-Anbieter. NinjaTrader hat ja auch einen Footprint. Das ist ja nicht schlecht. Ja, also, aber es ist für mich jetzt einfach für meinen Ansatz und für meine Ansprüche der beste Footprint. Liebe Teilnehmer, muss auch vielleicht einen Satz noch von mir aus NinjaTrader, von NinjaTrader Stelle. Es ist einfach so, NinjaTrader hat ein Ökosystem mit Vendoren oder Partnern, die eben beispielsweise, wie gesagt, diese Footprint-Add-ons auch anbieten. Bevor NinjaTrader allerdings eben, wir haben ja noch nicht lange wirklich einen Footprint-Chart zur Verfügung. Und dann eben, und der Markus handelt natürlich schon sehr lange eben mit diesen Volumenanalysen, wahrscheinlich mit dem Grund, warum er eben diese Tools nutzt. Ja. Viele und Trader mögen ihr Setup einfach nicht verändern. Ja, jetzt wird der Markus kennt sein Setup. Warum sollte es ändern? Ja, das ist die Frage. Genau. Warum soll man was ändern, wenn es funktioniert? Ja. Das Genau. ist Future Start, Markus, von was nutzt du da? Es kam eine andere Frage von Jens. Future-Daten. Also ich handle ja hauptsächlich morgens im DAX. Das heißt, ich bin an der Eurex und ich habe CQG als Datenfeed. Ja, das ist auch über Ninja Broker Continuum direkt. Also und handel noch an der CMI und ja, eben derselben Datenfeed. Ich habe bei der Genau. CMI das CMI-Package eben, dass ich eben auch Gold, Öl handeln kann oder eben auch Kakao, Gas, ja, und solche Dinge. Ja. Also ich habe jetzt kein Eis, also kein Orangensaft kann ich zum Beispiel handeln oder den US-Dollar, aber auch alle Währungen, ne, die kann ich auch handeln. Auch alle Mikros, ja, das ist ja auch immer ein Thema. Man kann ja auch mittlerweile sehr gut Mikros handeln im Future. Das ist eine tolle Sache. Merke ich auch immer bei meinen Leuten, dass die auch erstmal mit Mikros anfangen, bis es passt. Damit ist es immer noch besser, sagen die immer, als mit Demo zu handeln, weil es doch letztendlich auch Geld ist, auch wenn es kleines Geld ist. Aber es ist psychologisch dann nochmal eine andere Kiste. Okay. Also wie gesagt, liebe Trader, ihr könnt bei WSL den CQG-Datenfeed nutzen. Jetzt die letzte Frage, bevor du wirklich dann zu den Range-Charts kommst. Alles Letzte gut. Frage, was sind die lila Linien in deinem Chart? Weil da ist eine Frage da, einfach von Mustafa, was sind die lila Linien, die automatisch einzeichnet werden? Du meinst die am Top oben und unten am Button? Genau. Ja, das ist, da wird einfach nur der Preis absorbiert. Ja, also da wird einfach, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass in diesem Level vieles, was gekauft wird, direkt wieder verkauft wird. Okay, Ja, das kann, wunderbar. da kann man noch viel tiefer drauf eingehen, aber das ist die einfache Erklärung, dass man einfach weiß, was es bedeutet. Ne? Es tut sich natürlich immer dann auch anders da. Darstellen und es kommt immer darauf an, wie viel kaufen und so, ob es dann überhaupt relevant ist. Ja. Es wäre jetzt auch einfach, immer dann zu verkaufen, wenn oben Wenn absorbiert wird. lila Linie, Das können wir dann auch programmieren lassen, da wären wir alle reich. Genau. Okay, Markus, dann geh du weiter zum Range Chart. Erklär uns mal, was ein Range Chart ist, dass wir ein bisschen schlauer werden. Ja, genau, also ein Range Chart, jetzt muss erstmal wieder hier. Ja, warum ich eigentlich, zum einen, warum ich jetzt erstmal Range Chart nutze generell, liegt eigentlich auch daran, dass wir ja auch da nicht zeitbasierend arbeiten. Also es ist jetzt eigentlich nur relativ die Zeit. Also ich habe zwar ein Zeitfenster unten, aber wie ihr sehen könnt, sind das teilweise ungerade Zahlen. Ja, und es liegt einfach daran, dass es nicht zeitbasiert ist, sondern eben jede Bar eben verarbeitet wird durch den Handel.
Das heißt, jede Bar, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, dass man es einfach besser sehen kann. Ja, ich habe auch Kerzen. Ja. In dem Fall sind sie auch grün und rot, aber die können auch genauso gut alle schwarz sein. Ja, also die Farbe ist mir völlig wurscht. Mich interessiert eigentlich nur, wie werden so eine Kerze verarbeitet. Ja, also deswegen habe ich eben einen Range Chart. Das heißt, jede Kerze wird nach 4 Ticks wieder erneut produziert und wir werden dann die Ticks verarbeiten, die da gehandelt werden. Also deswegen auch hier der Range Chart. Also zeitbasiert ist nicht so mein Ding. Wie gesagt, klar, wenn DAX oben ist, muss man natürlich schon wissen, 9 Uhr. Aber für den Handel selbst dann ist mir die Zeit erstmal relativ schnuppe. Okay, deswegen 4 Ticks pro Candle. Dann kommt die nächste, egal wie viel Uhr es ist. Das heißt, die 4 werden verarbeitet. Für mich wichtig, wie werden die verarbeitet? Ja, deswegen auch um das Volumen. Wir können sehen, wenn Kerzen verkauft werden oder die Ticks abgearbeitet werden, wie stark werden die verkauft? Zum Beispiel hier haben wir an der Spitze die über 125 gehabt. Ja, also es war in der Spitze hier vorhin zum Beispiel in der Spitze hier, schauen wir mal schnell, 135. Das Volumen beim Verkauf von dem Tick-Chart. Ja, also es wurde massiv verkauft. Dementsprechend stark war auch da der Druck. Dementsprechend stark haben wir hier auch ein Verkaufslevel aufgebaut, wo die Leute eben stark verkauft haben. Das machen die ja nicht ohne Grund. Also da muss man dann einfach mal schauen, wie der Kurs dann an solchen Level reagiert. Okay, Markus, du hast jetzt hier einen 4-Range-Chart, also das bedeutet quasi 4 Ticks formt eine Kerze, werden diese 4 Ticks nach oben bei steigenden Kerzen abgearbeitet, dann kommt eine neue Kerze im Umkehrschluss dazu nach unten. Du hast mir aber vorher gesagt, bevor wir hier losgelegt haben mit dem Webinar, dass du auch eine weitere Zeiteinheit verwendest, also eigentlich nur unter Anführungsstrichen 2 Zeiteinheiten verwendest, noch einen größeren Range-Chart, vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen. Genau, weil das ist ja nicht ganz unwichtig. Wir sind zwar, also ich bin auch ein Intraday-Händler, also im Prinzip ist alles jetzt was, ihr seht das selbst, das ist hier jetzt nicht mal eine Stunde hier, der ganze Chart. Im Kleinhandelsbereich ist es ausreichend, aber man will natürlich auch immer wissen, was ist denn überhaupt passiert oder wo kommt man überhaupt her oder wie war es denn am Vortag. Und da nutze ich eben nochmal einen größeren Chart. Ja, und da haben wir unseren, schau ich mal, wo ist er denn? Okay, das war er nicht. Ich mal, wo ist er denn? Gleich haben wir es. Genau, da ist er doch schon. Genau, und da nutze ich eben den 30-Range-Chart. Ja, auch Range, weil mir auch da wichtig ist, wie die Kerzen, wie ich schon sagt, 30, wie ich ja mit 4-Range schon erklärt habe, bei 30 natürlich dann 30, ist für mich dann eigentlich auch wichtig, wie da die Kerzen verarbeitet worden sind. Und da kann man eben auch gut zurückschauen über die Tage davor, wo wir eigentlich uns befinden im Markt. Und das ist natürlich immer so wichtig, vor allem wenn man den DAX handelt. Ich handle den DAX keine Night, also ich habe keine Night Session zum Beispiel bei mir im Markt. Bei mir gibt es immer noch, ich bin noch ein bisschen old school, ich habe keine Asia Session. Ich handle einfach hier 10 Uhr Cut. Und 8 Uhr geht es wieder los. Ja, alles, was zwischen 10 und 8 Uhr ist, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will einfach nur wissen, was war gestern bis 10 Uhr Future Markt. Und dann schaue ich eben zurück. Wenn ich morgens natürlich um 8 Uhr anfange, dann habe ich ja noch nichts. Ne? Dann muss ich natürlich gucken, wie war es denn im Vortag? Wie haben wir geschlossen? Wo sind wir? Wo eröffnen wir um 8? Und um 8 Free Market, das ist auch so ein Handel, den ich gerne handle, was ein bisschen ruhiger zugeht im DAX. Und mir ganz entspannt eigentlich handeln kann und schaue mir dann eben den Vortag an, wie es da aussieht. Ja, und wenn man so sieht, heute Morgen haben wir ja hier quasi mit der Aufwärtsbewegung gestartet, haben wir hier in dem Bereich gleich wieder alles verkauft. Ne, ist natürlich wichtig, wenn ich hier um 8 Uhr starte, wo bin ich denn überhaupt? Ja, in dem Fall waren wir hier im unteren Level von dem Vortagesvolumen, vom Gesamtvolumen. Also hier war der, sagen wir mal, noch korrekte Verlauf vom Vortag
Und ja, den hat er dann nochmal komplett nach oben abgelaufen, aber dann war dann auch Ende und man konnte hier dann auch wieder runterlaufen. Was ich noch nutze, ist hier diese kompletten Hügel, das heißt im Volumenprofil, dass ich einfach sehe, wie hat es denn eigentlich in den letzten Tagen komplett ausgesehen, über den ganzen Tagesverlauf, über die letzten Tage. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier mehrere Tage geladen, dass ich einfach sehe, wie sieht es denn die Tage davor aus, wo sind wir denn hier, wo wurde viel gehandelt oder wo wurde weniger gehandelt. Ja, das macht es mir einfach einfacher zu sehen, wo wir uns im Markt befinden, in welchem Bereich. Ja, immer da, wo natürlich viel gehandelt wurde oder wenig gehandelt wurde, ist interessant für mich zu handeln. Ich handle da am liebsten, wo wenig gehandelt wurde, ja, weil da auch dann gern wieder gehandelt wird. Und ja, das muss halt jeder selbst wissen von seinem Setup her. Also mein Setup ist in den Bereichen, wo eher weniger gehandelt wurde. Okay, Markus, erklär uns doch mal den Chart, weil im Endeffekt jeder, sage ich mal, wird sich jetzt fragen, was sind diese Linien, was ist die, also jeder hat vielleicht schon mal so ein Volume Profile gesehen, du hast das, glaube ich, für jeden Tag, dann hast du noch ein zusammengefügtes und ein paar Linien. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was sagen, was denn das für eine Bedeutung hat und auch die Zahlen, die drunter stehen, womöglich. Ja, vielleicht mal zum einen noch, was ich drin habe, zum Beispiel, darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe hier eine Delta-Anzeige. Ja, das sagt mir auch in dem Chart aus, ob wir im Markt viele Verkäufer drin haben. Also zumindest in der 30er Range-Kerze. Ja. Das heißt, nach jeder Range-Kerze wird das wieder neu geladen und es startet wieder bei Null, falls es den einen oder anderen schon gesehen hat. Und da kann man gut sehen, wie viel Hayas, also beziehungsweise wie Volumen, wie viele Ticks hier verarbeitet wurden in so einer Kerze. Ja, und da kann man sich auch so ein Bild verschaffen, wie jetzt gerade die Kerze gestimmt ist. Ja. Ob da viele Käufer oder Verkäufer gerade dominieren. Das ist zum einen. Zum anderen haben wir hier ein ganz normales Volumenprofil vom Tag. Also das ist das Tagesprofil. Ich habe das jetzt einfach links liegen, also ich kann es auch nach rechts machen. Und das ist hier das 20-Tage-Profil hier auf der rechten Seite. Das heißt, die letzten 20 Tage bekomme ich hier angezeigt. Das hilft mir in dem Fall, wenn ich zum Beispiel hier jetzt runterlaufen würde mit meinem Kurs. Ja. So, und dann könnt ihr es jetzt gut sehen. Und jetzt habe ich hier auf der Seite habe ich nichts mehr. Ja. Das ist dann irgendwie 7 Tage her, ja, wo dann mal was gehandelt wurde. Dann habe ich hier auf meiner Seite habe ich die Tage davor liegen. Ja. Das war hier vom 29.8. zum Beispiel, die Value Low. Oder hier das ist der Point of Control vom 29.8. Ja, da kann man einfach gut sehen, wo hier zum Beispiel das meist gehandelte Volumen war vom 29.8. Ja, oder wo hier von diesem Range, dieses Range-Tief war. Ja, oder wo hier wenig Volumen war. Ja, und das kann man eben hier alles mit so einem Profilen über mehrere Tage sich gut sichtbar machen. Ja, weil es macht ja jetzt auch keinen Sinn, jetzt hier komplett alles immer hier zurückzuschieben. Ja, deswegen mag ich das alles hier auf der Seite und das sieht man einfach gut. Deswegen habe ich auch hier das Volumenprofil auf der linken Seite. Ja, und dann kann man nämlich auch gleich sehen, das Vortagesprofil. Ja, in dem Fall haben wir es hier liegen. Ja. Und dann passt es auch gut zusammen. Ne? Da kann man hier so ein bisschen abgleichen auch, ne? Wo hier viel Interesse war oder weniger Interesse war im Markt. Ja, also nur grob, ja, dass man das eben sehen kann. Im 30-Range-Chart zum Beispiel handle ich nicht. Das ist für mich einfach nur eine Analyse für die Gesamtmarktsituation, die sich gerade so abgewinnend hat. Hier haben wir noch den VWAP. Ja, hier das Open, ja, man kann auch das Open einstellen, hier vom 30.8. Der zeigt, und hier ist Open von heute, ja, das heißt, wir haben hier oben eröffnet um 8 Uhr, also für mich gibt es ja keine Asien-Session, habe ich ja gesagt, und dann sind so normalerweise, ja, hier wurde geöffnet oder hier wurde geschlossen, das sind dann solche Dinge, die ich einfach nur im Hinterkopf haben möchte oder beziehungsweise ich weiß, wo ich mich befinde. Deshalb alles auf der rechten Seite. Hier kann man auch sehen, nochmal hier der VPOC, habe ich ja gesagt, das meistgehandelte Volumen von diesem Tag hier. Man kann es gut sehen an der Volumenspitze, dass es hier eben das meistgehandelte Volumen war. Hier kann man es auch gut sehen. Ja, dieser Bereich hier an der Range-Phase, also an dieser Akkulationsphase, wo er eben gesammelt hat, bevor er dann verkauft.
Und das Ganze geschieht dann natürlich immer mit Volumen. Ja, wenn starkes Volumen auftritt, ist natürlich immer ein Zeichen dafür, dass es stark gekauft oder verkauft wurde. Und dementsprechend, wenn kein Volumen im Markt ist, dann ist natürlich auch weniger Bewegung im Markt. Genau. Du kannst natürlich auch in dem Bereich dir auch Profil anmalen, also anlegen. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte mal wissen, was ist denn eigentlich hier passiert? Ja. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier in der Abwärtsbewegung passiert? Ja, und war das jetzt positiv oder war das jetzt negativ, diese ganze Veranstaltung, was hier gelaufen ist? Und dementsprechend kannst du jetzt hier auf der Seite anzeigen lassen. Ja. Ja. Auch das ganze Bild hier kannst du dir auch nochmal komplett in so eine Bewegung anzeigen lassen. Ja. Das geht also. Oder man kann auch sagen, gut, wir lassen einfach das Volumenprofil mitlaufen von da an, wo ich eben gestartet bin. Ja, auch dieses Volumenprofil zeigt dir an, im Prinzip genauso wie das Tagesvolumen, die gleiche Geschichte. Da zeigt dir das leicht gehandelte Volumen an in der Bewegung. Das heißt, allein diese Abwärtsbewegung hier von oben nach unten kann dir zeigen, was passiert ist auf diesem Weg und wo das meist gehandelte Volumen war. Ja, und das ist immer interessant, weil wenn wir mal wissen, wo es meist gehandelte Volumen war oder wo wenig Volumen war, ja, um dann eben das ein oder andere noch einzubauen mit Footprint zum Beispiel oder Orderbuch und das zu kombinieren. Markus, wenn wir jetzt mal in diesen kleineren, in deinen Trading-Chart zurückgehen, wenn wir jetzt jemanden haben, jetzt angenommen, wir haben ja wirklich das Haus ist voll, würde ich mal sagen, wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen? Ja, wenn du jetzt sagst, okay, du beginnst einen Handel, wie viele Trades machst du? Wann nimmst du im Schnitt, wirst du sagen, Gewinne mit? Wann begrenzt du deine Verluste? Wie würdest, wenn du jetzt sagst, okay, der klassische Tag, sage ich mal, bei 1000 Trades, 2000 Trades im Monat, nehme ich mir an bei dir, vielleicht noch mehr, wie schaut so ein Tag aus? Ja, das weil im Endeffekt ist, von der Theorie ist natürlich Volume Profile oder sagen wir, dieses Footprint Trading natürlich mega interessant, ja, weil man eben weiß, okay, man beginnt den Tag und im Endeffekt um 3 Nachmittag ist Feierabend, ja. Bloß vielleicht kannst du uns da ein bisschen was sagen, wie denn also sowas ausschaut, ja. Ja, also in der Regel ist es so, wir haben jetzt Sommerzeit. Früher habe ich nur den DAX gehandelt, habe dann eine Zeit lang den DAX eigentlich nicht mehr gehandelt. Jetzt haben wir Sommerzeit, jetzt handle ich wieder den DAX und ich bin früh wach morgens. Dann passt es ganz gut. Aber im Endeffekt ist es so, also ich habe keine festen Zeiten. Also steht mir auch kein Wecker. Also früher habe ich schon mal einen Wecker gestellt, aber davon bin ich schon lange weg. Ich wollte ja eigentlich unabhängig sein, habe mich dann irgendwie vom DAX immer abhängig gemacht, habe meinen Wecker gestellt, habe dann geschaut vor 8 Uhr, was ist los, wie war was, wie die Nachrichten etc. Aber im Endeffekt ist es so, ich wache morgens auf, eben stehe auf, ganz normal wie jeder andere auch und gehe in mein Büro, also ich arbeite von zu Hause, gehe in mein Büro und schaue mir erstmal die Nachrichten an. Oder beziehungsweise, was steht heute eigentlich an? Ich will ja nicht im falschen Fuß erwischt werden, wenn ich in der Position drin bin. Schaue mir eben mal an, was so im Vortag passiert ist. Meistens weiß ich eh schon, was im Vortag war, weil ich auch so ein bisschen eigentlich auf 24 Stunden immer an der Börse bin mit meinem Kopf, auch wenn ich schlafe. Aber ich weiß eigentlich in der Regel immer, was auch im Vortag war. Und setze mich hin, mache meine Charts auf. Analysiere den Vortag nochmal und schaue dann erstmal, was passiert. Ja, also wenn ich es wirklich schaffe, um 8 Uhr am PC zu sein, dann schaue ich erstmal, was kommt eigentlich rein. Ne? Welche Order kommen rein? Ja, was wird gekauft? In welchen Bereichen wird viel gekauft? Also Market gekauft zum Beispiel. Ja, welche Limits wurden verarbeitet? Etc. Und dementsprechend kann ich mir schon so ein bisschen ein Bild verschaffen von der Marktsituation und zeichne mir so die Dinge ein, die für mich wichtig sind. Das zum einen. Und somit habe ich auch meine Levels. Das heißt, die Levels, die ich dann auch scolben möchte, weil ich hauptsächlich ja scolbe. Wobei jetzt scolben, klar, für den einen sind 10 Punkte viel, ja, für den anderen ist es scolben. Ich bin ja ein Scolber, ja, also ich nehme auch mal 5 oder 7 Punkte mit. Ja, also, aber es ist auch mal so, dass ich auch mal einen Runner habe, ja, der,
der halt läuft und ziehe meinen Stopp nach. Also es das heißt nicht immer, dass ich jetzt deswegen immer nach 5 Punkten sofort rausgehe, wenn ich sehe, dass mir der Markt eben noch mehr geben will und es sieht positiv für mich aus, dann bleibe ich natürlich auch in der Position drin. Es ist nur so, im Intraday-Handel, wenn ihr euch jetzt mal den Chart anschaut, von heute im DAX, wenn ich das mal zurückschaue, dann werdet ihr sehen, dass man da einfach viele Trades machen kann. Zum einen, beziehungsweise viele Gewinnmitnahmen macht. Ich gehe mal kurz zurück. Ja, eine Sekunde. Genau, weil, klar, wir hatten zwar jetzt eine Abwärtsbewegung, ist alles schön gut, aber es ist ja immer die Geschichte, und das hat mich früher auch schon gestört, wenn ich jetzt so eine längere Bewegung gehandelt habe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingekommen bin, ja, was ich mir hier eingezeichnet habe, das war ja für mich hier Short, und angenommen, ich wäre jetzt, was ich ja auch letztendlich gemacht habe, hier reingekommen bin, ja, und ja, jetzt alles toll, ne? Also du hast deine 30 Punkte gemacht oder 20 Punkte und dann läuft der Markt zurück, ja, und ja, toll, ne? Also ich bin da sehr aggressiv unterwegs, ich versuche eigentlich nie, sagen wir mal, die Salami vom Brot nehmen zu lassen. Und deswegen ist es auch immer entscheidend, dass man sich einfach die Levels einzeichnet, wo man weiß, wo kann der Markt eigentlich hingehen oder wo reagiert er dann wieder, um solche Dinge zu vermeiden, um dann wieder sein Geld abgeben zu müssen. Ja, deswegen der kurzfristige Handel, ich handle lieber diese Position nochmal short, ja, bevor ich dann eben, und dementsprechend komme ich halt auch zu vielen Trades. Ja. Ich habe in der Regel, bei mir ist es immer so, ich handle nach Kontraktzahlen. Das heißt, auch wenn ich mit 3 Kontrakte handle, sind es keine 3 Trades, es sind einfach 3 Kontrakte. Aber wenn ich es nach Kontraktzahl handeln würde, dann handle ich immer einen Tag schon, ja, manchmal so 50 bis 60 Kontrakte. Ja, aber das auch nur in einer kurzen Zeitphase von 2 Stunden. Also Markus, bedeutet quasi, du managst aber dann dein Risiko natürlich auch ein bisschen über die Size, nehme ich an, oder? Ich habe, ja genau, bei mir ist es die Kontraktzahl, sage ich ja, also man muss es immer ein bisschen so noch runter skalieren, also man fängt ja eigentlich mit einem Kontrakt an, drunter geht ja nichts, das ist das Kleinste, also oder man sagt ein Lot, ne? Sagt man ja auch, auch im Mini-DAX oder im Mikro ist es dann auch letztendlich eins, ja, und dann ist für mich im Future-Bereich, also wenn ich normalen, kein Mikro handle, dann habe ich maximal $100 Stopp pro Kontrakt. F-DAX. Ja. Im F-DAX, ja, zwischen 100 und $120 Stopp. Mhm. Ja, das ist mein Stopp im Scalping-Bereich, weil ich das sehr genau arbeiten muss. Ja, und genau. Markus, jetzt sind ja, du hast vorher schon ein bisschen diese E-Mini-Mikros oder die Mikro-E-Minis angesprochen. Ja, das ist jetzt speziell, glaube ich, für Einsteiger, für Leute, die sagen, okay, der Futures-Handel interessiert mich, ich will mich damit auseinandersetzen. Im Grunde bietet das die Mikros ja die Chance, sage ich mal, dass man wirklich, sag mal, in den Futures-Handel einsteigen kann, wo aber mit unter Anführungsstrichen weniger benötigten Risikokapital. Können wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich gesehen habe, dass du auf deiner Facebook-Seite, glaube ich, da hast das, schnippelst auch ein bisschen rum, das scalpst auch ein bisschen rum im genau. Mikros. Vielleicht können wir da genau ein bisschen drüber reden, dass die Leute da ein bisschen eine Vorstellung haben, dass auch jetzt, sage ich mal, unter Anführungsstrichen mit kleinerem Gap-Beutel eben da auch Dinge möglich sind. Auch möchte ich ein bisschen, Markus, die Unterhaltung ein bisschen vom F-DAX wegbringen, weil man eben, sag mal, als Anfänger vielleicht da schnell die Hosen verliert irgendwo oder die Hosen ausgezogen werden. Ja, also zumindest, wenn man den großen F-DAX handelt. Also man kann ja auch den F-DAX Mini handeln und der ist ja auch mittlerweile sehr liquide. Also das ist eine gute Sache. Also der F-DAX Mini ist ja ein Punkt, das sind 5 Euro, ja. Ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer wie ein Punkt 25 Euro, ja, ist klar. Aber er ist sehr liquide, also die Ausführung ist einwandfrei. Hab den auch schon mit mehreren Kontrakten gehandelt. Ist eine gute Sache, man wird schön ausgeführt. In der Regel hast du kein Slippage oder auch keinen Spread oder was auch immer. Ja, also ist eine saubere Sache mittlerweile mit diesem F-DAX Mini. Ja. Also nur mal das dazu, weil du sagst, vom F-DAX wegbringen. Also ich finde jetzt eigentlich ein F-DAX Mini, finde ich eigentlich für einen Anfänger, der gerne einen F-DAX handelt, eine gute Sache. Mhm. Also es gibt natürlich noch Mikros, das ist ja dann ein Zehntel davon, würde ich mal sagen, klar. Und witzigerweise, ich habe heute mal den Mikro in Gold gehandelt. Da kann ich auch mal kurz drauf eingehen, weil ich ja auch den einen oder anderen
ausbildet, der auch sagt, ja, ich will erstmal mit Mikros anfangen und so. Und da will ich eigentlich immer mal zeigen, was es Mikros auch möglich ist, Geld zu verdienen. Und heute habe ich tatsächlich Gold-Mikro gehandelt, heute Mittag. Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das kann ich euch Ja, auch mal super, dann zeigen. zeig uns das doch mal. Ich Ja, mache jetzt geil. einfach mal den Chart auf, den ich gehandelt habe im Mikro. Ja, ich muss aber dazu sagen, wenn ich Mikro handle, dann schaue ich mir den richtigen Goldchart an und nicht den Mikrochart, ja, weil eigentlich der Taktgeber der Goldchart ist. Aber ich handle es dann im Mikro im Buch, ne? Das heißt, ich mache die Order ins Buch rein, ins Orderbuch als Mikro, aber schaue mir die Analyse im großen Goldchart an, ja, weil das ja eigentlich der Kurs ist und nicht der Mikro gibt den Takt an, sondern der normale Goldkurs. Ich zeige Zeig euch uns doch das mal sogar das mal Setup, schnell. genau. Genau, ich zeige euch das mal schnell. Wir machen hier einfach mal ein neues Tab. Ja, oder nee, ich kann es euch, es war ja eine große Bewegung, die kann ich euch ja mal, eine schöne große Bewegung im Gold vorhin. Das zeige ich euch mal im 30-Range-Chart. Genau. So, hier habe ich auch das Gold schon drin. Ja, oh, schade, dass ich nicht drin geblieben bin, da ist er weiter gestiegen, macht ja aber nichts. Ja, ich zeige euch mal schnell, wo der Einstieg war. Bei mir war der Einstieg hier bei der 1540 vorhin. Ja, wir haben den Ausbruch hier gemacht aus der Seitwärtsphase. Also im Prinzip ja, haben wir hier eine lange Seitwärtsphase gehabt. Ja, und der wurde jetzt natürlich hier auch, muss auch sagen, ein bisschen schwach im Moment am Markt, der Ami-Markt und auch generell. Ich glaube, Öl ist heute sogar 4% mal kurz gefallen. Haben wir hier mit Gold ja auch einen sicheren Hafen ein bisschen und haben hier den Ausbruch gemacht heute. Sind direkt hochgelaufen. Mein erstes Ziel war hier gewesen. Das kann es euch auch mal zeigen. Ich mache das jetzt mal im Mikro und dann kann ich euch auch direkt Mikro S gibt es ja natürlich auch. Ich mache euch mal einen MGC rein. Genau, Markus, vielleicht kannst du es auch sagen, dein Setup, weil im Grunde geht es auch Ganz darum, die kurz. Leute mit. Entschuldige. Genau. Ja, das mache ich jetzt gleich. Ich lade jetzt mal den als Mikro hoch, dass man es auch nochmal gut sieht, wo ich denn eingestiegen bin. Ja, dass man es einfach nochmal auch sehen kann, wo ich eingestiegen bin. Ja, und es sieht ja im Prinzip fast identisch aus hier, ne? Der Mikro. Und jetzt mache ich euch mal die Datenreihen an. Das heißt, hier kann ich euch zeigen, wo ich eingestiegen bin. Letztendlich hier Texte und Pfeile. Ja. Okay. Normalerweise müsste das Du jetzt musst Konto zeigen. umschalten. Wahrscheinlich. Nehme ich an, vom Chart-Trader musst du das abändern. Wahrscheinlich, du bist im Sim wahrscheinlich. Ach so. Warte mal. Wie ist das jetzt? Ja, genau. So. Okay. Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen früher raus. Ja, aber der Einstieg war eigentlich perfekt. Ja. Wir haben hier in der Spitze haben wir hier quasi hier im Mikro quasi den Ausbruch gehandelt hier, ja. Und ich habe eigentlich hier zu früh verkauft. Für mich war das Level hier einfach erstmal das erste Verkaufslevel, weil ich hier gedacht habe, na gut, okay. Hier, komm mal erstmal wieder zurück. Hat er auch gemacht. Also, er hat die Kerzen auch wieder zurücklaufen lassen. Und da habe ich gedacht, hier gebe ich kein, hier gebe ich nichts mehr ab. Wir sind ja auf dem Vortagespock gelaufen. Aber letztendlich war mein Ausbruch hier gewesen. Wir hatten hier im Buch viele Käufer reinbekommen. Und deswegen habe ich hier mal drauf gedrückt. Ich habe natürlich jetzt hier nicht einen Kontrakt gehandelt. Ich habe hier fünf Mikros gehandelt. Das heißt, es war letztendlich waren es $5 pro. Also $5 insgesamt, die Bewegung. Und es waren, ich kann mal kurz zeigen, wo haben wir es denn? Genau, hier waren es letztendlich hier, wir können es mal in Ticks machen, waren es 48, 50, 55, 59, 59 Ticks. Also insgesamt 272 Ticks. Ich habe dann nochmal aus Spaß in ES gehandelt. Und hatten wir hier dann $291. Also mit Mikros kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Das geht auch. Also es ist auch machbar. Deswegen, also Setup war so folgendermaßen, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir hatten hier eine lange Seitwärtsphase
Ja, man kann es gut sehen über mehrere Tage. Deswegen gucke ich mir auch gerne mal das große Profil an. Und da kann man dann eben gut sehen, ja, wie eben hier der Ausbruch stattgefunden haben. Das heißt, er hat erstmal ausgebrochen, ist nochmal zurückgekommen, dann wurde nachgeschoben im Orderbuch. Man hat gesehen, wie die Orders nachgekauft. Das kann ich natürlich nicht mehr zeigen im Orderbuch, weil es immer nur aktuell alles anzeigt. Man sieht eben nur, dass hier eben viele Kauforders drin gelegen haben, die dann noch gepusht wurden. Ja, und dementsprechend bin ich in den Markt gekommen. Mein Stopp hatte ich hier unten drunter liegen. Ja, und dann hatten wir eben den Push. Und verkauft habe ich ja oben, als er hier Schwäche gezeigt hat. Ja. Klar. Ich weiß Okay, natürlich nicht, machen was in der nächsten Stunde passiert, das ist klar. Habe die dann rausgenommen und habe dann auch umgeschaltet wieder auf einen anderen Chart. Okay, wunderbar. Markus, ein Punkt, eine Frage kam rein von Werner. Wie kann man jetzt eigentlich konkret sagen, wie kommt man die Preisbewegung davor? Ja, klar, alles ist ein Setup, das man sich natürlich rausarbeiten muss. Aber kannst du vielleicht ein paar Punkte sagen, was jetzt für dich, sagen wir, an einem, so ein Setup, wie es du jetzt hier gehabt hast heute, dazu führt, dass du dieses, dass du diesen Trade gemacht hast? Oder wie du dann eben diesen Ausbruch im Endeffekt schon ein bisschen zuvor kommst. Also gesagt, weil, wie gesagt, vielleicht kann man eben dazu ein bisschen was sagen, wie man eben dann eigentlich die größeren Moves eben ein bisschen eher im Ansatz erkennen könnte, womöglich. Ja. Ja gut, wie gesagt, das meiste spielt sich ja auch dann im Orderbuch ab. Das hatte ich ja gesagt. Also wenn wir an solchen Ausbruchslevels geraten, ist ja immer dann die Frage, ja, bricht er jetzt aus oder bricht er nicht aus? Ja, das ist ja dann auch immer das Gefährliche auch, wenn man jetzt einfach hier seine Position reinlegt und sagt, okay, alles, was jetzt rausgeht, gehe ich long. Wäre natürlich alles zu einfach. Also man muss dann schon gucken, wie dann die Marktteilnehmer agieren. Ich kann es jetzt leider direkt im Orderbuch nicht zeigen. Das wird sich dann, das sieht man dann direkt, wenn halt der Markt rausläuft, wie sich dann die Marktteilnehmer im Orderbuch platzieren. Ja? Und ob man dann weiß, ob das jetzt ein Fehlausbruch ist oder ob man drin bleiben kann. Ja? Meistens ist es ja so, wenn du lange Seitwärtsphasen hast, und hier ist es ja eine extreme Seitwärtsphase. Das heißt, man darf nicht vergessen, es sind mehrere Tage. Ja? Und umso mehr Seitwärtsphase du hast, umso mehr kriegst du auch Ausbrüche. Ja? Dementsprechend, das war quasi wie der Deckel, der jetzt fast explodiert ist, ja, und der nach oben schießt. Ja? Also von daher hast du hier wirklich schönen Druck auf dem Deckel gehabt und es wurden auch viele, viele Orders hier geschoben. Also man hat es gesehen im Buch, also ich habe das Buch dabei aufgehabt, wie da hier die Short, also die Long Orders reinkommen, also und oben verkauft wurde. Das heißt, alles, was hier gekommen ist, wurde gekauft. Alles, was hier abgegeben wurde, wurde einfach aufgekauft. Ja, und das hat richtig Druck gegeben. Ja, und dementsprechend ist der Preis nach oben marschiert. Ja. Kannst du es das womöglich mal in dem Footprint-Chart zeigen, ja, dass die Leute ein bisschen was Greifbareres sehen? Ja, heute ist das Thema eigentlich Forex-Chart. Aber ich schaue mal. Moment. Wo haben wir das wieder jetzt? Ja. Nein, stopp. Sekunde. Ah ja, hier. Okay. Gold Futures. Schaust du dann in deinem Footprint dann auch, nutzt du dann Minutencharts oder dann auch range-basierte Charts? Also hier habe ich jetzt einen 5-Minuten-Chart, dass man es einfach besser sieht. Ich habe es normalerweise in Range-Charts, ja. Aber man sieht es jetzt einfach besser, ist ein bisschen vielleicht verdeutlicher für den einen oder anderen jetzt zu sehen. Ja. Sonst würde jetzt gar nichts verstehen. Also deswegen, also in 5 Minuten ist es ein bisschen besser zu sehen. Jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich. Wenn ich jetzt auf Range-Chart mache, dann DAX auf Talfahrt, na klar. Und ja, so jetzt müssen wir mal schauen, wann bin ich denn reingegangen? Ich gucke nochmal schnell, wann war das gewesen?
Die Einstiegszeit war um 14:35 Uhr. Jetzt können wir mal gucken. Das muss hier gewesen sein. Genau. Ja. Ja. Also wie gesagt, also man kann hier zum Beispiel gut sehen, dass eben solche Bereiche hier, die eben wieder zurücklaufen, ja, dass die wieder aufgekauft werden. Ja. Also wir haben hier sieht man es jetzt mal ganz gut. Es ist nicht immer so schön zu sehen. Ja. Wie gesagt, aber im Buch sieht man es noch ein bisschen besser. Da wurde eben dieser Bereich wurde einfach aufgekauft. Ja. Und dann hast du eben diese Bewegung, ja, die dann eben den Schub gibt. Dass dann natürlich nochmal das gleiche auf dem gleichen Level passiert, ist natürlich super. Ja, da kann man natürlich dann sagen, okay, jetzt haben wir es zweimal hintereinander gehabt. Ist natürlich eine gute Kiste, eine Kiste, weil man weiß, es wurde nochmal auf dem gleichen Preis nochmal nachgekauft letztendlich. Ja, also es wurde nochmal Druck ausgeübt auf dem gleichen Preis. Ja, und somit kommen wir dann auch in so eine Bewegung rein, ne, die dann eben immer weiter nach oben gelaufen ist. Ja. Das war der Grund, das habe ich ja vorhin schon gesagt im Buch, dass man gesehen hat, dass alles, was abgegeben wurde, einfach so komplett aufgekauft wurde und noch nachgelegt. Ja, im Buch sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn Order nachgelegt werden, damit die dann sagen, hier, guck mal, hier, wir schieben jetzt einfach nach und schieben nach. Und oft sieht man auch, wenn dann oben die Orders rausgezogen werden, weil sie dann eben sagen, okay, jetzt machen wir ein bisschen Weg frei, jetzt kann er quasi seinen Weg gehen, ne? Also das sieht man auch manchmal dann im Buch. Ist nicht immer so, aber wenn man darauf achtet, genau an gewissen Levels, ist es immer interessant zu sehen, weil es hätte ja auch genauso gut nach hinten losgehen können. Man hätte auch sagen können, und das ist ja der Punkt, ja, das steigst du hier ein, ist alles super, ja, jetzt ja, bist du break-even, jetzt kommt er zurück, ja, was machst du, fliegst raus, ne? Ist toll, ne? Aber wenn du siehst, wenn er zurückkommt, dass sie eigentlich nur nachschieben, dass sie eigentlich noch mehr Druck aufbauen. Ja, ist ja eine tolle Sache, weil dann kann man einfach auch drin bleiben. Ja, und dann sagt er, okay, jetzt geht die Party erst richtig los. Jetzt bekommen wir richtig Bewegung rein in den Markt. Ja, und dann kommen eben schon solche Aufwärtsbewegungen zustande, wo auch teilweise hier schon gar nichts mehr, wo eigentlich alles interessant ist, was hier unten liegt. Wie hier, wo man sehen kann, hier ist alles, also es hat hier überhaupt keinen mehr interessiert, hier der Bereich letztendlich. Da sind wir durch. Na, den kann man canceln. Ja. Wie gesagt, also Footprint zu erklären, das wird es zu lange dauern. Das mache ich jetzt auch nicht. Das dauert viel zu lange, da alle Einzelheiten durchzugehen. Ja, da gibt es so viele Einstellungen. Also man muss dann, wenn ihr seht hier, also man kann alles mögliche Filtern einstellen. So ist auch eine Filter- und Einstellungssache, die man so machen muss, damit es dann für einen passt, dass man auch weiß, was entscheidend ist oder was man eben auch genau im Footprint sieht. Deswegen kann ich nur sagen, es ist was passiert ist letztendlich, genau wie jetzt ich was eingestellt habe und so weiter, das wird jetzt ewig dauern, das genau zu erklären. Ja. Ich mal schauen. Ja, also wie gesagt, aber mein Handel selbst passiert eben im Four-Range-Chart. Und weil ich halt eben sehr kurzfristig bin, kann ich mir eben hier durch die kleinen Einheiten der kleinen Kerzen eben auch einen Vorteil verschaffen, eben auch ziemlich eng in den Markt reinzukommen. Ja, das ist dann auch ein Riesenvorteil. Ja. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel sagen lassen, hier, ich möchte ein Eröffnungs-Breakout, ja, also das handle ich zum Beispiel jetzt nicht, aber man könnte ja sagen, okay, ich möchte hier ein Breakout. Übrigens, das ist, was ich auch nicht handle, aber was man hier gut sehen kann, ist die Value hier, dieser Bereich, ja. Aber für mich eigentlich völlig uninteressant. Man sagt ja immer mal, ja, hier Short, hier Long, ja, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Die verschiebt sich auch über den Tag. Und selbst wenn sie sich nicht verschiebt, es ist einfach nicht gegeben, hier immer Short oder hier Long zu gehen. Ja, weil wir bewegen uns ja nicht jeden Tag hier in einer Phase. Man sieht es auch gut, wir haben ja viele Ausbrüche auch, die außerhalb dieser Value-Bereiche laufen. Und deswegen auch
das. Ja. Aber meine Levels habe ich mir eingezeichnet. Man kann es gut sehen. Solche Bereiche eben, wo ich eben weiß, wo ich handeln kann und wo ich eben nicht handeln kann. Ja, was ich auch noch, was auch nicht schlecht ist, ist der Bund. Den habe ich letzte Zeit auch öfters mal auf dem Schirm. Der ist ein bisschen langsamer. Lässt sich aber auch im Prinzip genauso handeln wie die anderen Geschichten auch. Ja. Ja, der ist natürlich ein bisschen dicker, der Markt. Man kann schon sehen, da sind eben ganz, ganz andere Order drin, ja, die eben auch, das kannst du sehen im Bit und Ask, was hier drin liegt, das kann man mit dem DAX natürlich nicht vergleichen, ja, wie viel Ask und Bit-Seiten an Kontraktzahlen hier gehandelt werden oder hier allein, was hier verarbeitet wurde. Das kann man natürlich mit dem DAX nicht vergleichen. Das ist ein relativ dicker Markt, ist ein bisschen gemütlicher, obwohl letzte Zeit sehr volatil ist. Ihr seht, wie viel Bewegung der jetzt auch machen kann. Aber auch den kann man als Mikro handeln zum Beispiel. Das geht auch. Ja, beim Mikro ist es im ES, ich glaube, 1,25 der Tick, oder? Liege ich da richtig? Ja, ich glaube ja. Oder? Hallo? Also. Entschuldige, Markus, hast ja. du. Ich habe gefragt eben, also ich war mir jetzt eben nicht sicher, aber ich glaube 12,50 ist ja der Tick im ES, im normalen genau. ES, dann ist es 1,25 glaube ich, ne? Ein genau, Zehntel. Mikro. Ja, genau, ist beim Mikro. Also wie gesagt, der Mikro ist auch sehr liquide mittlerweile, ja, und relativ gut zu handeln. Also ich habe ihn hier mal reingemacht, wenn ihr seht hier im Buch, ja, das ist jetzt der Mikro, ja, und der läuft eigentlich relativ sauber, ja, also den kann man auch handeln. Deswegen, also Analyse würde ich dann auch empfehlen, wenn man Mikro handelt, dann eben die Analyse eben im Normalen zu betreiben, im normalen ES und dann eben den Mikro hier im Buch zu handeln, ja. Also das geht natürlich auch ganz gut. Okay, wunderbar. Dann haben wir heute doch viel angesprochen. Markus, vielleicht ein paar abschließende Worte fürs nächste Webinar, vielleicht, dass wir da, dass du ein bisschen Ausblick geben kannst. Heute haben wir ein bisschen über Range Bars gesprochen, ein bisschen allgemeines Setup. Weißt du schon, worüber du das nächste Mal referieren möchtest oder könntest? Ja, also ich kann ja das nächste Mal einen Footprint erklären, ja, wie so ein Footprint, wie so eine Footprint-Kerze aufgebaut ist oder was sich überhaupt in so einer Footprint-Kerze genau abspielt. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ja, liebe Teilnehmer, das ist eben genau der Punkt. Ja, wo holt man denn den Nutzer ab oder den Teilnehmer oder den Trader? Ja? Im Endeffekt ist es einfach so, jeder von Ihnen, von den Teilnehmern, hat natürlich einen anderen Kenntnisstand. Aus diesem Grund haben wir heute den Punkt Range Chart erklärt. Es kamen allerdings dann so viele Fragen rein, wo ich dann eben gemerkt habe, okay, holen wir ein bisschen aus, gehen wir ein bisschen mehr in die Breite vom Thema. Kamen auch viele Fragen, zum Beispiel, was ist Delta? Erkennt man es am Delta beispielsweise? Oh, wo erkennt man, dass eben die Absorption stattgefunden hat? Oder woran erkennt man dann vielleicht im Buch, dass eben nichts mehr weiterverkauft wird, potenzieller Boden? Also das sind Punkte, die wir eben nach und nach in den Webinaren mit WH Self Invest und dem Markus Keil ausarbeiten möchten. Ja, das ist eben der Punkt, wo sich dann, ehrlich gesagt, wo sich dann eben, ja, wo man sich eben fragen muss, okay, wo fängt man an? Wir dachten heute oder wir haben uns gedacht, wir schauen uns eben heute mal diese range-basierten Charts an, weil eben diese Charts in jeder Handelsplattform oder den meisten Handelsplattformen drin sind. Vielleicht zusammenfassend nochmal, nur preisbasierte Charts, keine zeitbasierten Charts sind eben diese Range-Charts und die nutzt eben Markus in seinem Handel. Das können Sie in jeder Handelsplattform, im Ninja-Trader, aber auch im Nano-Trader meines Erachtens oder meinen Kenntnisstand nach eben auch ausprobieren und dann eben dann bis zum nächsten Mal eben da ein bisschen, sagen wir, damit rumspielen, damit auseinandersetzen. Und dann gehen wir im nächsten Webinar, schauen wir uns dann eben wohl wahrscheinlich diesen Footprint selbst an, wo der dann eben schon deutlich komplexer
ist. Die Aufzeichnung, liebe Teilnehmer, die findet ihr auf dem WH Self Invest YouTube-Kanal. Ich denke, dieses Video wird in den nächsten Tagen hochgeladen werden. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme und auch bei dir, lieber Markus, von Seiten WH Self Invest, aber auch natürlich von NinjaTrader. Hast du, Markus, noch ein paar Punkte vielleicht oder einen Satz abschließend, genau das vielleicht noch losbringen möchtest? Nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass hier so viele teilgenommen haben. Also überwältigend hätte ich nicht gerechnet, freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass die Leute so interessiert sind an dem Thema, weil für mich ist es der richtige Handel, muss ich mal sagen. Und ich lebe das und ich liebe es. Und ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Okay, liebe Leute, dann vielen Dank euch, schönen Abend. Genau, und dann habt einen schönen Abend und wir sehen uns und hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wieder zum nächsten interessanten, spannenden Thema hoffentlich. Genau, vielen Dank und einen schönen Abend. Ich schreibe nochmal die E-Mail-Adresse rein, wie ihr uns erreichen könnt. Abschließend und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank.